Wir kommen gerade von der Electronic Arts Booth Tour. Wir haben uns Spiele anschauen können und der Sascha war mit mir unterwegs. Und wir haben einige Games angucken können, vor allem FIFA 16. Zwei. Ja, zwei. Wie war es, FIFA? Wir haben ja gegeneinander gespielt. Genau. Wie hast du es verkraftet, die Niederlage? Ich habe auch einmal gewonnen, vergesst es nicht. Ja, wir waren uns doch einig, dass wir das nicht verraten. Okay. Ja, man merkt, dass es sich entwickelt. Also die Macher von EA, die waren halt vor 2 Monaten, glaube ich, ungefähr, waren sie ja bei uns mit einer spielbaren Version. Und man hat schon gemerkt, dass sich jetzt ein paar Sachen wieder verändert hatten. Also es war damals noch recht frühe Version, die sie uns vorgestellt haben und die wir dann noch spielen konnten. Das Stamina-System ist dir aufgefallen, genau. Ne? Also bei der Version, die wir vor 2 Monaten gespielt haben, war es halt so, dass die Spieler irgendwie ab der 60. Minute schon auf Krücken gingen. Das war jetzt deutlich besser und Fernschüsse kamen mir nicht mehr so stark vor. Das war in der Version, die wir gespielt haben. Das stimmt. Auch noch. Also da war irgendwie der zweite drin. Ja, ich habe gar nichts getroffen oder relativ wenig. Hat sich für mich schon ganz anders gespielt als der Vorgänger. Ich habe ja die Preview-Version damals nur gesehen. Jetzt habe ich selber mal gespielt. Fand es ganz interessant. Und der Rasen geht nicht mehr kaputt. Und du meinst, vielleicht ist es nicht in der Demo drin. Ja. Ich glaube, dass es vielleicht ganz rausgeflogen ist aus irgendwelchen Gründen. Ich wüsste nicht warum, ehrlich gesagt. Gab es bei FIFA ja schon öfters, dass Features einfach mal so verschwunden sind in der neuen Version. Als Rasen-DLC. Richtig, Rasen-DLC für 19,95. Nee, hoffen wir nicht. Also ich gehe davon aus, dass irgendwie aus Performance-Gründen für die Demo deaktiviert oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Ansonsten spielt es sich super cool, macht Spaß, ist wieder ein Bringer, wie jedes Jahr FIFA. Ja. Und wird die Leute auf jeden Fall beschäftigen. Beschäftigen wird die Leute auch Star Wars Battlefront. Noch mehr, ne? Noch viel mehr. Ja. Das fand ich auch cool, obwohl den Modus, den ich gespielt habe, der war jetzt nicht so der Bringer. Da ging es einfach darum, so Wellen abzuhalten im Splitscreen-Modus. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht so der Splitscreen-Fan. Ja, ich auch nicht unbedingt. Also gut, bei Shootern muss schon Online-Modus sein. Dann sind wir uns ja einig. Du hast was anderes gespielt. Genau, ich habe einen neuen Modus gespielt, den sie jetzt das erste Mal gezeigt haben. Der hieß Fighter Squadron und ist halt klassisches Dogfight-Gameplay. Also quasi, man kann nur die Flieger spielen, ne? Genau, es gab ja bei Battlefield 4, glaube ich, was schon so einen Modus, wo man halt nur Helis und Jets fliegen konnte. Und das ist jetzt quasi genau dasselbe, nur mit Star Wars Skin. Also ist X-Wings gegen TIE Fighter. Man kann so Power-Ups aufsammeln, dann kann man sogar den Millennium Falcon spielen. Das hat irgendwie niemand geschafft, gerade in den 5 Minuten. Da war die Zeit nicht viel zu knapp dafür. Ja. Auf jeden Fall, es sieht sehr geil aus. Die Lichteffekte, wir haben es auf PS4 gesehen, haben mir sehr gut gefallen. Ja, ich habe es auch auf PS4 gespielt. Ich finde auch dieses Star Wars Feeling fängt es echt gut ein. Also es hat wieder was von früher, X-Wing vs. TIE Fighter. Es gibt natürlich auch einen Cockpit-Modus, also eine Cockpit-Ansicht. Muss sein. Genau. Und ja, das war ganz kurzweilig und launig. Ich fürchte nur, es hat nicht so viel Mass-Appeal. Also ich glaube, es wird genau wie bei Battlefield 4, dieser Flugmodus, wird so einer der weniger gespielten Modi. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was hier noch zu zocken und zum Anschauen gibt. Und wir empfehlen euch alle Videos, die wir gemacht haben, die könnt ihr hier auf unseren Seiten anschauen.